Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde WoW, wieder mit dabei, die üblichen Verdächtigen, die drei Chaoten, die liebe Zockerrübe. Hallöchen Puppelchen. Und der Chef von Janze, der Nico. Hello. So, wir sind hier immer noch in dieser miefigen Ogerhöhle und suchen diese blöden Obsidian-Ketten, die irgendwie nur jeder 20. von denen dabei hat. Als Intimschmuck wahrscheinlich, und deswegen gucken wir jetzt draußen nochmal. Gehen wir nochmal raus. Ja, wir befreien jetzt hier den Koch-Key und dann gucken wir weiter. Oder so. Lassen wir mal einen Koch-Key aus der Flasche. Ja. Aber die spawnen hier schon wieder kräftig. So. Ich krieg hier keine Perlen auf. Das hier ist hinten ja da rechts ist auch da sind noch welche, guck mal. Zack. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Tiralala, tiralala. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Synchronsterbing. Wer ist er denn hier? Ja, das den ist hatten wir doch schon in der letzten Folge, den Landtresor. Genau. Das ist der LAN-Tresor. Ist nur über das Netzwerk erreichbar. Hier hinten sind doch bestimmt noch welche. Wenn wir apropos Netzwerk, wusstet ihr eigentlich schon, dass Mediamarkt WLAN-Kabel verkauft? Ja, in einer 20-Meter-Rolle, habe ich schon gehört. Ja, für 10 Euro. Ja, ist günstig. Glaube ich. Mhm. Ist echt ein Schnäppchen. Ja, kannst auch gut deine Wäsche drauf aufhängen zum Trocknen. Ja, ja, ist echt praktisch, also. Akal Hektar. Es ist echt gut. Das Glück sei mit euch. So, ist es wieder so eine blöde Begleitquest, oder was? Glaub nicht, nein. Hier sind auch noch zwei, drei. Ach, wir müssen auf. Oh Gott. Was denn? Wir sind hier gerade zu zweit unterwegs. Wie zu Wieso? Zweit? Naja, wir haben jetzt gerade den Koch befreit. Hat er für dich mitgezählt, Sibbe? Weiß ich nicht. Was denn? Ich hab das jetzt nicht mitgekriegt. Das war die Quest Hilfe. Hilfe? Nein. Help. Bereit zur Abgabe, ja, habe ich auch gekriegt. Gut, Hammer. Sehr schön. Dann fliegen wir hier erstmal raus, weil die Oger werden uns an der einen oder anderen Stelle nochmal begegnen. Na, wir haben, das also wie viele Perlen braucht ihr denn noch? Ich brauche noch, glaube ich, brauch noch vier. Also ich jetzt bin noch voll. Drei. Das ist schön. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Dann, was ist das denn? Ein Zauberstab. Oh, der ist gar nicht mal so schlecht. Also ich würde mal vorschlagen, wir fliegen. Wir fliegen zur Nessingberry Safari, zur Questabgabe. Da kriegen wir nämlich auch noch neue Quests. Sehen wir denn die Oger noch an anderen Ach, Stellen? Ach du Scheiße. Ja, sehen wir noch. Okay. Ja, danke. Ach, hier ist übrigens die Arena, ne? Wo ich jetzt drauf zufliege. Blume. So, jetzt kann ich auch wieder fliegen. Wo seid ihr denn? Ach so. Wartet mal. Warten. Er sagt mir hier noch. Nee, gar nicht. Blödsinn, ich brauche auch noch vier Perlen. So ein Bullshit. Der hat bloß die Dings gezählt, die toten Oger. Da mussten wir ja 8 von denen umhauen. Richtig. Genau. Und das hat gezählt und nicht die, weil von den Perlen brauchen wir ja 10 Stück. Ja, genau, die Ober zählen nicht. 10 Stück. Die Oger. Der Ober. Der Ober zählt nicht. Wie fanden Sie Ihr Schnitzel unter der Zitrone? Ja. Ah, was für ein Mini-Schnitzel, ey. Scheiße, ich stell's mir gerade bildlich vor. Da ist ja mein Schnitzel. Mensch, guck rein. Yeah! Mega geil.
Richtig gut. Wir haben hier echt so ein richtiges Trio, was so richtig schön auf jeden Fall die Sprüche raushaut, weißt du? Ich liebe das. Seid gegrüßt. Ah, ist der Nessingberry. Der kleine, die alte Hupe, was ey. Was kann ich für euch tun? Jetzt kommt ja auch mal ein bisschen Geld in die Kasse. Annehmen hier. Man sieht sich. Annehmen. Und dann noch vom Fitz. Bleibt sauber. Wie kann Fitz ich euch helfen? Mögen eure Reisen sicher sein. Boah, da haben wir jetzt nicht einiges hier, ne? Konnte man hier nicht noch irgendwie was verkaufen? Irgendwie bei jemandem? Nee, offensichtlich nicht. Nee, bei denen hier nicht. Was machen wir denn jetzt zuerst? Windrock, Grollhof. Sollen wir erst zu den Windrocks und dann zu den Grollhofs, ja, dann zu dem Metallbuch? Ja. Machen wir. Genau. Ihr habt die Zeit im Auge? Ja, ich glaube, es ist jetzt bei 7 Minuten. Ja, das kann sein. Ah, hier sind die Windrocks, ne? Ja. Ja, und wir sind nicht alleine. Nee. Tank mal da am besten dein Wieder Paar mal an. Nicht. Ich muss näher ran. Nimmst du dein Elec mit, oder ich was? Ich bin außer Reichweite. Ja, wenn schon, denn schon, ne? Mensch, dieses schöne Tier, kannst du da nicht, du musst immer alles tot machen. Entschuldige, der guckt schon so unsympathisch. Ja, genau. Ich renne jetzt einfach mal durch. Ja, mach mal. Das lädt immer noch auf. Und nimm mal so viel mit, wie ich kann. Jo. Warte, ich gebe dir noch ein Schild. Das klingt gut. Das war ich. Warst du. Ich habe ein Schild gekriegt von dir, dankeschön. Bitteschön. Ja, ich, stimmt. Stimmt, ja. Ja. Die haben recht. Das ist zu weit entfernt. Ich brauche ein Ziel. So, es geht ja mit Brezelbacken, wa? Jo. Hier, ich bringe noch einen mit. Hier hinten ist auch noch einer. Noch zwei Stück. Ich schnapp mir den letzten. Jo. Super. Womit wir... Und fertig. Krass, wie schnell es ging. So, dann machen wir jetzt die... Die Talbukirschen. Ja, ohne Otter. Kirschen. Liebe. Ich liebe die meine Otter. Wo sind die Kirschen? Die Kirschen? Hirschen oder Kirschen? Was hast du gesagt? Hirschen. Kirschen. Kirschzeit ist jetzt nicht mehr. Ich glaube, Kirschen. Oder so. Kirschzeit ist vorbei. Kirchzeit. Hier sind sie. Ich bin außer Reichweite. Du tank den nochmal an. Ist immer so geil, wie dein Schild so poltert. Ja, ne? Dabei fällt mir gerade auf, die haben hier die Quest gekürzt. Das war früher so, du musstest 40 oder 60 Tiere davon töten. Ja, du musst noch mehr 12 töten. Kirschner die mal, vergiss das nicht. Das lohnt sich nämlich richtig für dich. Und hier gibt's Fleisch. Fleisch. Ja toll, bin ich wieder nur noch am Kirschnern hier. Krieg Rückenschmerzen. Berufskrankheit eines Kirschners. Ja. So, können wir da auch mal direkt den Grollhof hier auch noch mitnehmen, weil den braucht. Oh, ne, der wird schon gemacht. Hier, guck mal, ich habe hier zwei am Arsch. So. Verdammt, ich hab schon wieder so ein Lied im Kopf. Was denn? Nee, das singe ich nicht vor. Nein. Schmutzfinkenlied oder was? Nö, aber nein, mach ich nicht. Ich hab ne Quest bekommen. Hier bei dem. Ich auch. Heulender Wind. Ups, da ist die Quest. Du. Aber du hast recht, das waren früher viel mehr Viecher, die man hier hat legen müssen. Mhm. Okay, ich meine 40. Das müssen damals nicht. Ja, es war richtig viel. Es war wirklich richtig viel. Jetzt brauchen wir nur noch zwei. Einer? Komm, Hirschi. Kann
wenn ich über den Ast drüber. Was? Du bist gerade eben voll am Ast hängen geblieben. Ja, ich wollte drüber springen. Der Ast? Das sah aus. Springen. Dafür hast du zu kurze Beine. Ja, genau, so Tong. Das sah echt geil aus. Er springt hoch und knallt voll im Kopf gegen Ast. Im vollen Galopp, ja. Fupp. Ich hab einen. Ah ja, sehr schön. Oh, Blume. Was ist das denn? Ein kleiner Grollhof, ach wie süß. Haustierkampf. Jo. Pokémon. Jetzt muss man nur noch die Grollhufe machen, ne? Bitte hier einmal löten bei mir, bitte. Löten? Ich kann nicht, ist nicht meiner. Ja. Jetzt noch die Grollhufe. Da kannst du auch gleich wieder das Messer schwingen. Kleiner und hier liegt Grollhof, übrigens auch noch einer, ne, Nico? Warte mal eben. Hier. Willst du das Haustierkampf machen? Ja. Oh, das gibt noch mehr EPs. Alter, ey, die Frau macht mich echt kirre. Echt, gibt es EPs für den Hauptcharakter? Haustierkämpfe geben EPs, wenn also, du die gewinnst, glaube ich. Okay. Ich kann eine blaue Ratte einsammeln, ist ja geil. Ach, nö, sag nicht, du machst das auch noch. Ich? Nee. Gott sei Dank. Ich mach irgendwann später meine Pokémon-Geschichten. Jetzt mach den Grollhof mal tot hier. Gut. Der ist schon mal weg. In diesem Sinne. Mal ein bisschen entspannen. Gucken uns das Spektakel aus der Luft an. Wie ich auf meinem epischen Teppich stehe, auf dem alten Mottenflitzer. Ding, 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 ding. Neulich sagt meine Frau, du bist dick wie eine Sau, du musst fasten. Auch der Arzt war nicht nett. Sagte, ich wäre viel zu fett, ich soll fasten. Mit dem Cholesterin haut das so nicht mehr hin. Die Leber wird hart, es droht der Infarkt. Gehst du nicht auf Diät, es wird alles zu spät. Du musst fasten. Und nun bin ich ganz schlank und ich fühle mich ganz krank. Ich muss fasten. Weg ist der Bauch, doch der Spaß ist auch. Ich muss fasten. Müsli und Quark sind mit der Nagel zum Sarg. Ich brauche jetzt einen Snack, 30 Eier und Speck. Und zwar nach Hausfrauenart, aber ohne Salat. Ich muss fasten. Von Otto oder von wem war das? So geil. Richtig. Ja. Echt jetzt? Ja. Also ich mache nochmal eben die Ratte hier fertig und bin sofort wieder da. Kann ich die jetzt mal endlich einsammeln hier, die Ratte? Bitte. Bitte, danke. Ich will eine blaue Ratte. Ich will eine blaue Ratte. Bam! Gefangen. Juhu! 18 Level Ratte. Juhu! Ja, nicht schlecht. So. Bam! So, Grollhof. Jawohl. Die Folge müsste auch bald zu Ende sein, wa? Grollhof. Oh, hier kannst du ledern, Nico. Hier kannst du gleich wieder... Alter Vater. Hier, ja. Sips ab. So, ich gehe nochmal eben nach Grollhufen gucken. Hier oben ist schon einer. Ich muss leer. Oh, zu Papa. Na hier. Alter. Ja, ja, ich sehe schon. Da war oh, einer. Der ist schon weg. Bam, Dickschädel. Krasser Scheiß. Was wir hier weglegen, ne? Er ist schon ein bisschen geil, echt. In diesem Dreiergespann... Hier kannst du auch wieder Kirschner. Epic ever. Nee, deswegen hat's mir gerade genommen. Aber hier, guck mal, hier ist alles voll. Ja, aber die kann ich nicht nehmen, die gehören den Droiden hier. Wieso gehören die dem? Wenn der die nicht lootet? Ja, wenn er nicht lootet, gehören die ihm. Er muss sie looten, dann kann ich sie kirschnern. Ja. Aber wenn er das nicht tut, kann ich nichts machen. Okay. Say you have right. Ha, das ist unser. Gerade noch so angezogen. Du blöder Droide, du. Nee. Mal kurz die Ziege ausgepackt. Das ist immer so geil, wenn dieses Blöken von dem Vieh hört sich so geil an. Nee. Hier ist eine Blume, nur so am Rande. Mhm. Erwähnt. Grollhuf. Hab's schon gesehen. Na komm. Ja, links von dir. Ja, ein feiner Grollhuf bist du. Ich hab einen hier. Ich auch.
Okay, jetzt müssen wir uns aufteilen. Hilfe. Ich hoffe nur, die zählen für euch auch mit. Ja, die zählen für uns. Ja, der 4 hat gezählt, 5 hat auch. Ich habe 5 von 12. Cool. Hier kannst du leider looten. Looter hier King ist auch noch einer. I am coming. Hier ist auch noch einer. I am coming, my friend, my dear. And I'm coming. What you do here? So, einmal bitte den Kirschner Express, also da bist du ja schon. Ich habe alles im Griff. Fast alles. Wie viel brauchen wir denn jetzt noch? Ich glaube 5. 3 plus 2 macht 5. 5. 3 plus 2 macht 5. Hier ist noch einer. Was, Wobi? Wo bist du? Hier, guckst du auf die Karte? Ja, ich sehe. Da, wo rosa ist und der Erdbeerduft. 8 von 12. Die spawnen ja auch zum Glück immer sehr schnell, die Biester. Hier ist wieder einer. Hier sind mehrere, zwei. Ja, gleich angreifen. Hier hinten war noch einer. Eigentlich. Mist. Elendet Mist. Ich fliege nochmal gerade hier nach vorne. Er kann sie doch nicht in Luft auflösen. Grollhuf! Ach ne, die zählt gar nichts, scheiße. Wieso? Die Grollhuf-Bullen, die zählen nicht. Nee. Oh. Jetzt hab ich vergessen zu schlucken. That's what she said. Ja, oh oh. Lass mal weiter Richtung Süden fliegen, weil das ist hier nicht das einzige Gebiet, wo die Grollhufe längs laufen. Ja, genau. Hier liegt noch ein Dota. Genau, nochmal hinter dieser Arena sind auch noch welche. Achso? Stimmt. hat jemand eigentlich so mal die Uhrzeit im Auge? Ja. Mhm. Müssten jetzt schon so um die 20 sein. Dürfte schon drüber sein. Ich habe hier Blume und Grollhuf. Den Marco, sein großer Bruder, hat jetzt im Auge. Genau. So, und dann kommen wir mal direkt hier ran. Und dann kommt ihr mal direkt zu mir, weil ich habe jetzt eine ganz, ganz fette Sache am Arsch. Oh, was okay. Denn? Wo bist du denn? Ja, ganz, ganz viel am Arsch. Halte durch. Heil dich zur Not hoch, wenn es geht. Schneller fliegen! Ich muss! Eieieiei. Danke. Ja, nicht dafür. Ja. Ist alles da. Ich glaube, das war es jetzt auch schon, ne? 12 von 12, jawohl. Jetzt haben wir kurz alles platt gemacht. Wollen wir hier kurz Folgenende machen? Ja. Ja. Okay. Wir hatten angefangen. Dann kommen wir so ein Elek mit seinem dicken Elefantenarsch hier vorbeigezockelt. Ich habe angefangen, oder? Ja. Mhm. Ja, liebe Leute, diesmal eine kleine Überlänge wahrscheinlich wieder, wissen wir, wird sich zeigen, aber wir waren so im Großwild-Jagdfieber quasi. Deswegen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, guckt beim nächsten Mal mit rein und lasst uns doch mal einen Kommi da, haltet dann davon, macht das doch mal, wir antworten auf jeden Fall. Also, in diesem Sinne, habt noch einen wunderbaren Abend, Tag, was auch immer, Monat, Restleben, egal, sucht es euch aus. Bis dahin, tschüss. Ja, muss ich nochmal eben einhaken hier als die Zockerrübe. Auf jeden Fall lasst einen Kommi da, Leute. Lasst einen Kommi da. Wenn irgendwie euch was gefallen hat, Daumen hoch, Kommi da lassen. Egal was, wenn euch was, vor allen Dingen wichtig, wenn euch was nicht gefällt und ihr denkt, voll scheiße, dann lasst doch mal irgendwie eine Verbesserung da. Schlagt doch irgendwann mal was vor. Daumen runter ist blöd. Ja, genau. Also nur sprechenden Leuten ist zu helfen, ja? Also bis dahin.
Von mir aus. Ciao. Schönes Schlusswort. Nico, sag auch noch was. Tschüss. Wunderbar. Bis dann. Tschüss.